Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Don't Worry Darling. Ich bin der Stu und heute ist man nicht die Katharina, die Theresia oder der Andi oder der Max oder der Dominik bei mir. Nein, wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Ein Gast, der nicht zum offiziellen, ja, ich möchte sagen, Mannschaftsbus des Telestammtisches gehört. Es ist ein Mann, der hat einen eigenen Filmkanal auf YouTube namens Brodis Filmkritiken. Er schreibt unter anderem für Skip Online, ist auch Filmkritiker bei NRW Vision. Er war im Adventskalender von Cinema Strikes Back. Er war zu Gast bei Kino Plus und den Filmfressen. Er trank mit Wolfgang M. Schmidt eine Cola und ist außerdem auf Instagram, Twitter, Facebook, Moviepilot und natürlich Letterboxd. Alles Superlativen. Warum er sich jetzt fürs Downgrade entschieden hat, mit mir über Don't Worry Darling zu reden, weiß ich nicht. Trotzdem, hallo Brody. Und lieber wundervollen Thomas. Guten Tag. Ich bin jetzt gerade etwas abgelenkt, weil ich gerade selber versucht habe mitzuschreiben, was ich alles mache. Weil, muss nur sagen, die Seite heißt SKP Online. Das fußt auf einem alten, schlechten Wortwitz zwischen mir und dem Freund, mit dem ich sie damals begonnen habe, im Jahr 2004. Und ansonsten, ja, hast du alles im Wesentlichen über mich schon zu Buche gegeben oder vorgetragen, ja. Ja, ich will ehrlich sagen, ich habe ein bisschen recherchiert, weil wir sind relativ spontan zusammengekommen, möchte ich mal sagen, um diesen Film jetzt zu besprechen. Und da musste ich ja oder wollte ich ein bisschen recherchieren und du bist wirklich sehr umtriebig. Ich habe gelernt, dass in diesem Segment der Filmbesprechungen, insbesondere den Personen, die da aktiv sind, im Größeren oder im Kleinen, eigentlich ausnahmslos liebenswürdige, interessante und spannende Menschen sind. Man hat ja im Kerne dasselbe Thema und deswegen hat es mir im Laufe der Zeit sehr viel Spaß gemacht, eben die genannten Personen und auch weitere anzusprechen. Interviews zu führen. Mit manchen bin ich in guten Kontakt geblieben. Es haben sich Kollaborationen ergeben oder eben wiederkehrendes, wie du sagtest, eben zum Beispiel Cinema Strikes Back. Und deswegen, für mich ist das einfach, ich arbeite im Moment an einem neuen Kanaltrailer, wo ich im Grunde genau das betonen will. Ein Film schauen ist das eine, aber der Austausch und darüber gehört genauso zu dem Erlebnis. Und das ist nicht für jeden so, aber bei mir ein ganz großer Punkt. Und ja, im Zuge dessen umtriebig ist bei mir einfach, ich habe wundervolle Leute auf diese Weise getroffen, kennengelernt und stehe mit ihnen auch in Kontakt und ja, deswegen habe ich auch vor, weiter umtriebig in dieser Weise zu sein. Ja, sehr schön. Ja, wir beide haben vorab Don't Worry Darling sehen können. Das haben ja wahrscheinlich schon einige getan, denn er läuft oder lief beim Fantasy Filmfest. Du hast ihn, glaube ich, in der Community Preview gesehen in Köln. Genau. Der Film Dominik Porschen von der Filmlounge macht ja regelmäßig Previews von entsprechenden Titeln und hatte den jetzt so anderthalb Wochen vor Deutschlandstart bei sich im Programm. Was mich sehr überrascht hatte, war, dass er ihn in Deutsch gezeigt hat, weil normalerweise ist man da doch eher dem Originaltitel, dem O-Ton zugewandt. Aber auf die Art hatte ich ihn jetzt halt anderthalb Wochen vorher. Okay. Ja, ich war in einer ganz schnöden Pressvorführung. Bei uns lief er dann aber wenigstens im Originalton, wobei ich jetzt auch nicht sagen will, dass Originalton immer besser ist. Da bin ich dann doch relativ offen. Aber jetzt mal Butter bei Fische. Worum geht's eigentlich in Don't Worry Darling? Klär uns auf. Da überraschst du mich jetzt eiskalt, weil ja. Ich dachte, ich wusste jetzt nicht, nicht, dass wir uns jetzt inhaltlich über den Film auseinandersetzen, weil eigentlich ist das doch der Film, wegen dem Harry Styles Chris Pine angespuckt hat und mehr interessiert doch keinen. Und nein, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, der Film ist mir vor, keine Ahnung, 3-4 Monaten das erste Mal per Trailer begegnet und ich dachte, ach, ist interessant. Und ich mache die Herleitung, die, glaube ich, die meisten gemacht haben, die sich zumindest in dem Metier so ein bisschen auskennen, von Olivia Wilde war der letzte Film Booksmart, der sich als sehr gelungen erwiesen hat, also sehr treffsicher und sehr gut war und bei ihr ein gewisses Regietalent angedeutet hat, sodass man gesagt hat, wenn die jetzt hier was Neues macht und das hier sieht so Psycho-Thriller-mäßig aus, da habe ich Interesse dran. So. Und
jetzt so 2-3 Wochen vor Start ging das Ganze halt los, dass ich so diese ganzen Hintergrundgeschichten vernommen habe, die mir eigentlich ziemlich egal sind, aber irgendwie wurde das Ganze dann von diesen ganzen Anekdoten oder wie auch immer bestimmt. Und einen Faktor, den habe ich komplett unterschätzt, und das ist der Faktor Harry Styles. Ich bin in einem gewissen Alter, in dem man in einer Harry Styles-losen Welt lebt. Viele Jugendliche tun das aber nicht, denn zum Beispiel allein in der Community würde ich sagen, dass 2/3 der jungen Damen dort vorrangig da waren wegen Harry Styles und weniger wegen dem, was jetzt inhaltlich erwähnt wurde. So, das alles nur drumherum, weil um den Film halt irgendwie mehr geredet wird wegen diesen Drumherum-Geschichten und weniger wegen dem Inhalt, den du endlich von mir haben sollst. Wir haben eine junge Dame namens Alice in der Hauptrolle, gespielt von Florence Pugh. Die lebt in einer Ortschaft, die sich The Victory Project nennt. Und das ist eine Wohnsiedlung, irgendwo abgelegen in der Wüste, in den 50er Jahren. So erscheint es zumindest. Sie hat ihren wundervollen Mann Jack, das ist dann Harry Styles. Und der verlässt jeden Morgen das Haus, fährt zur Arbeit. Es wird so angedeutet, dass er einen Ingenieursjob hat. Und er und die anderen Leute aus den angrenzenden Häusern, das sind alles so junge Pärchen, er und die anderen Männer fahren da gemeinsam zur Arbeit. Und die Frauen bleiben zu Hause, pflegen das Haus, machen Garten, Hausarbeit und wie auch immer. Und das ist eigentlich so das Startszenario. Und der Trailer, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wenn man den Film sieht, hat man zumindest den Trailer irgendwie mal erahnt oder gesehen oder so. Und es gibt eigentlich nur einen inhaltlichen Punkt, den man wissen muss. Hier stimmt etwas nicht. Und das ist das, was der Film eigentlich vorrangig aufbaut. Eine Stimmung der Unklarheit. Irgendetwas hier ist mysteriös, ominös, und so baut sich dann schrittweise so etwas auf, was man so aus Versatzstücken von anderen Filmen nehmen kann, dass die hier gebotene, ich nenne es mal Wirklichkeit, irgendwie rissig ist. Das heißt, ich berufe mich jetzt so auf Szenen, die im Trailer waren. Sie liegt in der Badewanne und ihr Spiegelbild guckt woanders hin. Hm. Es gibt eine Nachbarin, die sich merkwürdig verhält. Es gibt Albtraumsequenzen. Der Film ist also durchgehend darauf aus, hier zu präsentieren: Alice lebt hier, aber irgendetwas passt hier und stimmt gar nicht. Und was noch zu erwähnen ist, dann kannst du gerne mich ausbauen und ergänzen, weil das war jetzt ziemlich krümelig formuliert, aber dieses Victory-Projekt hat eine Art Chef, der heißt Frank und wird gespielt von Chris Pine. Das ist ein charismatischer, zurückhaltender Typ, der immer mal wieder auftaucht, immer mal wieder nachschaut, was die Leute da so machen im Rahmen des Victory-Projekts. Und bei Alice sammeln sich mehr und mehr die Zweifel, dass hier irgendetwas ganz Ominöses passiert. Und soweit gehe ich noch in die Handlung rein. Sie macht an einer relativ frühen Stelle im Film einen Spaziergang in die Wüste, wo sie sehr Merkwürdiges entdeckt. Ja, vielen Dank. Ja, du hast es schon auf den Punkt gebracht. Dieser Film arbeitet sehr mit diesem Gefühl, hier stimmt was nicht. Ich kannte dieses Gefühl, oder wir alle kennen dieses Gefühl aus anderen Filmen. Für mich immer ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, ist so David Lynch und Blue Velvet, dass man dieses Gefühl hat, so unter der Fassade brodelt etwas, unter der Fassade ist etwas, was böse ist, was da nicht hingehört. Ich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, für mich war es wirklich so, der Film fängt relativ gekonnt an, indem man einen wirklich so direkt reinschubst in so eine Party, ohne große Erklärung. Also man muss so gucken, wer ist wer und wo sind wir hier eigentlich? Und das zeigt sich so nach und nach. Aber so nach einer halben Stunde war mir klar, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich will es auch gar nicht so richtig wissen. Weil diese unbekannte Bedrohung im Hintergrund, die war mir nicht stark, nicht kraftvoll genug. Es wirkte für mich immer so ein bisschen, ja, als ob da nicht genügend Tinte im Füller drin ist, was die Bedrohung angeht. Das ist jetzt die Sache. Bedrohung ist jetzt so ein allumfassender Begriff. Es kann ja auch Filme geben oder Geschichten, wo die Bedrohung, sagen wir mal, die ganze Welt umspannt, die ganze Menschheit oder so. Oder die Bedrohung liegt nur bei einer Familie oder eben auch nur bei einer Person.
Was ich jetzt hier eigentlich hatte, ich sehe so einen Film wie ein Baukastensystem. Mhm. Es gibt so eine Handvoll, sagen wir mal, Standardauflösungen, die so ein Film haben kann. Es gibt wahrscheinlich endlos viele mehr, aber ein Beispiel. Die Hauptfigur ist tot und das Ganze ist ein Fiebertraum. Mhm. Oder ein Traum so beim Übergang ins Jenseits. Das Ganze ist, keine Ahnung, eine Fantasievorstellung. Das Ganze ist, keine Ahnung, nur geträumt und am Schluss wacht sie auf. Oder es gibt noch ein paar weitere Vorstellungen. Aber das ist ungefähr für mich so ähnlich wie bei einem Film, bei einem Krimi von mir aus, wo du einen Mörder, einen Mord hast und dann, es könnte der Butler gewesen sein, es könnte das gewesen sein, es könnte das. Mir ist es egal, was davon ist. Ich möchte nur, dass es gut zusammengebaut ist. Und das heißt, ich hatte so ein paar Vermutungen relativ von Anfang an, was hier dahinter stecken könnte. Und mir war es eigentlich relativ egal, auf welche dieser Varianten es jetzt hinausläuft, solange der Verlauf dahin ganz okay ist. Und wenn der Film es schafft, mir noch irgendetwas darauf zu geben, was ich so nicht erwartet habe, dann ist das ein Bonus. Aber ich glaube, so der Schwerpunkt, also ich stoße mich jetzt so ein bisschen daran, die Bedrohung, also oder einfach an diesem Begriff die Bedrohung. Es geht ja eigentlich erstmal darum, dass da so ein Gefühl des Unwirklichen oder so erzeugt wird. Die Hauptfigur fühlt sich nicht wohl, entdeckt Dinge, die ihr irgendwie komisch vorkommen. Die Frage ist aber jetzt, ist die Hauptfigur, oder war das jetzt so dein Empfinden, ist sie ein zuverlässiger Erzähler für dich? Tatsächlich habe ich sie als sowas wahrgenommen. Ich habe sie als zuverlässige Erzählerin wahrgenommen. Würde ich auch sagen, allerdings, weil der Trailer mir das suggeriert. Weil natürlich gibt es entsprechende Filme, wo du dann irgendwann den Twist hast, dass du alles durch die Hauptfigur gesehen hast, aber die Hauptfigur eine gestörte Wahrnehmung hat oder eine gefälschte oder wie auch immer. Hier war es jetzt so, dass mir der Trailer klar machte, sie ist eine stabile, starke Figur, die bemerkt, dass um sie herum etwas nicht mit rechten Dingen zugeht und dem nachgeht. Den Zweifel, dass hier irgendetwas im Argen ist und es bei der Hauptfigur liegt, den habe ich nie gehabt oder ich habe sie nie hinterfragt, im Sinne von am Ende ist sie doch wahnsinnig, erst recht, weil ihr Umfeld ihr das ja so nach und nach nahelegt. Es gibt ja da im Ort diesen komischen Doktor und dieses, sagen wir mal, generelle 50er Jahre Gedankengut, oh, die Frau, sie hat die Hysterie oder ich weiß nicht mehr genau, wie es ausformuliert wurde. Keine Ahnung, ich fand in der Tat, bin bei der Figur geblieben und deswegen hatte ich jetzt keinen Zweifel daran, dass an ihren Verdächtigungen oder Empfindungen, was da drumherum ist, durchaus was Wahres dran ist, ja. Ich fand halt nur, ich habe es nicht so direkt so bedrohlich empfunden, sondern einfach nur verwirrend, unklar und es hätte, ja, ich komme jetzt immer wieder auf diesen Punkt zurück, aber letztlich, ich fand da jetzt keine lauernde Bedrohung, so die so wie in den Büschen hockt oder so, sondern einfach nur ein, ich weiß in diesem Moment nicht, was hier vorgeht und hätte gerne enthüllt, wie hängt jetzt hier alles zusammen. Es gibt so eine Handvoll Szenarien, die ich mir vorstellen könnte. Welches davon ist es? Und ohne Spoiler, das, was am Schluss dabei rumkommt, war, glaube ich, auf meiner Liste der Möglichkeiten durchaus gegeben. Ja, bei mir durchaus auch. Ich habe jetzt auch schon öfters gelesen, dass vor allem diese Anthologieserie Black Mirror immer wieder herangezogen wird, wenn es um Don't Worry Darling geht. Und ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe mehr als einmal an Black Mirror gedacht, an bestimmte Episoden. Ich sage jetzt nicht welche aus Spoilergründen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass die drei Autoren vielleicht doch ganz gerne mal Black Mirror schauen. Ja, ich muss zugeben, dass ich jetzt bei Black Mirror nur eine einzige Folge gesehen habe. Jetzt kannst du raten, welche. Die mit Star Trek? Es gibt eine mit Star Trek. Nein, Bandersnatch. Ach so, ach, ja, stimmt. Ja, siehst du mal, die vergesse ich immer. Wenn man nie Black Mirror gesehen hat, aber eine Folge, beziehungsweise ich saß eigentlich daneben, meine Frau hat das eigentlich geschaut und dann ausgewählt, aber ich sag mal so, Black Mirror fällt für mich jetzt so nach allem, was ich an Beschreibungen gehört habe, eben unter
Mystery, so mit Fantasy-Einschlag oder sonstiges, jede Geschichte geschlossen. Das hat aber, glaube ich, Black Mirror in dem Sinne nicht erfunden. Das hat dann auch so Anlehnungen von mir aus an Twilight Zone oder Akte X oder entsprechende Konsorten. Also ich weiß, den Black Mirror-Vergleich, den kann ich mir gut vorstellen. Ich kann es halt jetzt nur nicht mit einzelnen Folgen verbinden. Aber es wird irgendwie, es ist irgendwie so ein bisschen das Etikett. Und ich würde sagen, ja, es ist halt ein Mystery-Thriller, bei dem du nicht weißt, was da vorgeht. Und das ist ein simples Handlungskonstrukt, das du sehr oft gehabt hast. Die Frage ist halt immer nur, was tut man an Fleisch dran? Und an Fleisch ist halt die Protagonisten, die Antagonisten, die Umstände, wie früh wird was enthüllt und so weiter. Das sind alles so wie Regler auf einem Mischpult oder so, die dann da verrückt werden. Wie hast du denn die Performance der einzelnen Darsteller wahrgenommen? Hauptsächlich durch die zwei Hauptdarsteller, Harry Styles und Florence Pugh. Florence Pugh kennt man jetzt schon aus einigen Filmen, Lady Macbeth, Midsommar, Fighting with My Family, und sie ist jetzt auch im MCU bei Black Widow, glaube ich, jetzt angekommen. Und bei Harry Styles, ich bin ja auch so deine Generation, ich habe mal gehört, der war in einer Boyband oder ist noch in einer Boyband, und ich habe ihn am Ende von Eternals gesehen. Das ist alles, was ich über den jungen Mann weiß. Und ich kann so viel sagen, ich fand, also dass Florence Pugh gut spielen kann, das war mir klar, aber ich fand ihn auch wirklich gut. Er tat mir auf eine gewisse Weise leid, weil Mini-Anekdote, einfach nur um meinen Standpunkt oder meine Position so ein bisschen zu verdeutlichen. Bei diesen Community-Previews meldet man sich an, und da gibt es dann im Grunde so die obligatorische Frage, so irgendwas ganz Offensichtliches, keine Ahnung. Mit welchem Film wurde Arnold Schwarzenegger berühmt? A, Terminator, B, keine Ahnung, sonst was. Also es sind immer sehr leichte Fragen. Und hier war die Frage, bei welcher Band spielt Harry, war Harry Styles beteiligt? One Republic? Ich weiß es nicht mal. Ich musste es googeln. Ich musste es wirklich googeln. Also ich habe den jetzt wirklich als Darsteller mit 0,0 Videoclip-Bildern oder sonstiges im Kopf gehabt, aber das ist jemand, der ja eben so, wenn es aus einer Boygroup kommt oder so, entsprechende Bilder bei seinen Fans hat und wahrscheinlich vor diesem Image wegläuft, genauso wie Daniel Radcliffe vor jedweder Harry-Potter-Referenz weglaufen dürfte oder Robert Pattinson vor jedweder Twilight-Referenz. Hier habe ich jetzt die entsprechenden Bilder nicht dabei, aber ich glaube, dass der auf einer ganz gewissen Weise auf dem Prüfstand steht, dass viele nicht die Möglichkeit haben, in ihm eine Rolle, eine Figur zu sehen, sondern nur den sie aus ihren Musikvideos oder aus sonstigen medialen Dingen, die da mit der Band zu tun haben, sind. Ich habe ihn jetzt so gesehen unbelastet gesehen und fand ihn, ich sage jetzt mal weder noch, es gibt gerne solche Gestalten, die oder Sänger oder wie auch immer, die sich dann so im Schauspiel versuchen, die dann katastrophal auf daneben liegen, und so war er definitiv nicht. Im Rahmen der Umstände passte das, was er da gemacht hat. Ich glaube, in ein, zwei Stellen, wo zum Beispiel im Trailer gibt es ja auch die Szene, wo er da im Auto sitzt und flucht und schreit, jetzt ohne den Kontext, was in der Szene passiert, jetzt auszuführen, in solchen emotionalen Extremmomenten, da ist er, glaube ich, so ein wenig an seine Grenzen gekommen, aber jetzt auch nicht zu weit. Und ansonsten gibt es ja den Hintergrund, Olivia Wilde, die ja eine Nebenrolle spielt, wollte eigentlich selbst die Hauptrolle spielen und hat sich dann dagegen entschieden, nachdem sie Midsommar gesehen hat und gesagt hat, Florence Pugh ist perfekt für die Rolle. Und ich will nicht sagen, dass Florence Pugh hier Midsommar wiederholt, aber in beiden Filmen spielt sie einen Charakter, der, ich sag mal, für wahnsinnig gehalten wird oder in Richtung Wahnsinn geht. Und ich glaube, auch wenn die Filme inhaltlich komplett unterschiedlich sind und die Verlaufe der Charaktere unterschiedlich, dass sie sich hier, sagen wir mal, aus dem Midsommar-Repertoire so ein bisschen wieder bedienen kann. Heißt aber auch, dass sie das sehr gut hinkriegt. Also ich glaube, Florence Pugh ist wirklich so eine, die wir in ein paar Jahren oder auch relativ früher auch wirklich auf einem ganz hohen Level sehen können, weil sie wirklich so die ganze Bandbreite von Marvel bis eben zu solchen Rollen hinkriegt. Und ich habe an vielen Stellen gehört, Florence Pugh, so das Highlight des Films, würde ich nicht so krass ausdrücken, aber sie steht für mich vor allem und über allem. Ansonsten darstellerisch, weil er eben so
präsentiert wird, Chris Pine sticht für mich nochmal ein Stück hervor, aber eben weil er da so eine, ich sag mal, Alpha-Tier-Rolle hat. Und ansonsten die Nebencharaktere, da gibt es ja so diese ganze Truppe an Männern in Anzügen oder so. Einen kompletten Totalausfall habe ich nirgendwo, aber von denen ist eigentlich kaum einer dabei, der sich mir jetzt irgendwie nachhaltig entscheidend ins Hirn gebrannt hat. Und auch solche Rollen wie, es gibt ja eine Nachbarin, die so relativ früh im Film ein wenig die Fassung verliert und so weiter, die fallen mir jetzt weder mit extrem guten noch extrem schwachen Performances auf. Was ja durchaus auch auffällt, wenn man den Film guckt, ist sein Look. Du hast ja schon gesagt, er spielt 1950 und ich muss wirklich sagen, ich war beeindruckt, wie gut dieser Film aussieht. Olivia Wilde hat ja davor diesen Booksmart gedreht, der ja genretechnisch ganz woanders beheimatet ist und wahrscheinlich auch nur die Hälfte von Don't Worry Darling gekostet hat und jetzt halt eben dieses visuelle Fest. Warst du davon auch beeindruckt oder warst du eher so, dass du gesagt hast, es ist mir too much oder es hätte auch ohne diesen Glanz funktioniert? Da könnte ich jetzt was beantworten, aber dann gehen wir ganz böse in den Spoiler-Bereich, deswegen schlucke ich die Antwort jetzt runter. Okay. Grundsätzlich hatte ich nicht das Gefühl, und ich will den folgenden Ausdruck einfach nur unterbringen, damit ich hier gebildeter wirke, es war nicht Style over Substance. Nein, also man muss ja auch so sagen, ich habe jetzt die gesamte Filmografie von Olivia Wilde nicht umgekommen. Ich weiß nicht, ob Booksmart ihr Regiedebüt war. Ich kenne sie noch. Das war ihr Debüt, ja. Okay. Ich weiß sie jetzt, ich kenne sie jetzt aus diversen Rollen als Schauspielerin. Sie hat zum Beispiel bei Dr. House länger mitgespielt und Cowboys vs. Aliens und auch die eine oder andere sonstige Nebenrolle. Sie hat Booksmart gemacht und sie hat diesen gemacht. Und wer weiß, wie die einen Kriegsfilm, einen Actionfilm oder was weiß ich, auch eine Liebesschnulze inszenieren würde. Ich glaube, dass die bei Booksmart eine wunderschöne Geschichte erzählt hat, die jetzt optisch nicht so unglaublich viele Herausforderungen dabei hatte. Und hier ist ein Film, wo sie sich mal in dem visuellen Part ein bisschen üben kann. Mir war es nicht too much, sondern ich dachte, wow, das es ist eine ziemliche Ausstattungsorgie, die aber, so viel kann man sagen, kein Selbstzweck ist, sondern durchaus eine gewisse Relevanz hat. Und dass das da alles schöner als das Leben ist, als das Leben sein kann, sowohl in den 50er Jahren wie überhaupt. Ich meine, Klammer auf, es ist sowieso so, dass in Filmen natürlich viele Dinge immer etwas schöner dargestellt werden und gerade hier der wunderbare Kaffee und ich bin kein Fleischesser, aber sogar ich fand dann, dass die Steaks, die sie dann da immer bereit ist oder so, natürlich überaus appetitlich in Szene gesetzt wurden. Wie gesagt, ich habe mir meistens dann Tofu gewünscht, aber egal. Es ist ein typisches Filmding, dass im Film immer alles schöner aussieht als in der Realität. Es hat aber hier auch einen Kontext und der wurde entsprechend umgesetzt und deswegen macht es im Teil der Handlung Sinn. Ich zitiere einen alten Film ran, um das so ein bisschen zu vergleichen. Ein Film, für den ich immer so ein bisschen Partei ergreife, mit Arnold Schwarzenegger, Last Action Hero, der davon handelt, dass ein Junge in einen Film gesogen wird und im Film wird das extra so ihm gegenübergestellt. In der Realität kommt der Junge am Anfang noch kurz auf ein Polizeirevier, da ist es dreckig, da ist es düster, da ist es hässlich. Dann gerät er in den Film, in diese Filmwelt und da ist das Polizeirevier hell durchleuchtet und da läuft Sharon Stone rum und so weiter und so fort. Und da ist einfach so dieser Kontrast, natürlich ist das Polizeirevier, wie es da im Film in der Realität gezeigt wird, ist auch nicht zwingendermaßen das wahre Leben. Aber eben beim Film im Film ist alles viel schöner als in der filmischen Realität. Und genauso ist es hier. Der Film spielt an einem von Anfang an eindeutig nicht real belegbaren Ort und eben dieses, da stimmt irgendwas nicht, liegt ja da über allem in der Luft. Und da macht es auch insbesondere nach hinten raus durchaus Sinn, das so zu inszenieren. Und es beeindruckt mich im Sinne nicht, dass ich sage, oh geil, da ist aber ein schickes Haus und eine schicke Ausstattung und schicke Klamotten und schickes Essen und so weiter. Aber ich fand es auf keinen Fall too much, sondern eben mit zum Stil des Films, zumal gerade dieser Look ja auch sehr episch in die Trailer geklatscht wurde. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich den Trailer sehe und sage, diesen Film möchte ich schauen, dann will ich auch etwas, was in diesem Setting und in dieser Aufmachung spielt.
Was für mich noch relativ prominent vertreten ist in dem Film, ist so eine Art der Gesellschaftskritik. Natürlich ist Don't Worry Darling, du hast schon gesagt, das eine Art Mystery-Thriller, wo es halt darum geht, was ist jetzt im Hintergrund eigentlich los? Ja, wer ist, sage ich mal, in Anführungszeichen der oder die Antagonisten, Antagonistin? Aber ich hatte auch das Gefühl, dass Olivia Cole und ihre Produzentin und Drehbuchautorin, ich glaube, Katie Silverstein oder Silverman heißt die gute Frau, dass die schon eine gewisse gesellschaftskritische, würde ich vielleicht fast schon sagen, Aussage betreffen. Denn in den 50er Jahren, man kennt das Bild ja, der Mann verdient die Brötchen und die Mutter steht vorm Herd und bereitet die Steaks zu. Fandest du, dass Don't Worry Darling eine akkurate Kritik war, die auch eine notwendige Bisskraft hatte? Oder fandest du das eher ein bisschen arg lau, was der Film da auffährt? Das ist wieder so eine Sache, wo ich das komplett beantworten würde, wenn wir in einem Spoiler-Part wären. Ich habe das so nicht empfunden. Zum einen war ich in den 50er Jahren nicht zugegen. Ich bin zwar alt, aber so alt nicht. Aber der Punkt war, dass mir hier vom ersten Moment an suggeriert wurde, irgendetwas ist hier nicht passend. Wäre das Ganze so aufgebaut gewesen, dass diese Wohnsiedlung in einem andersrum. Diese Wohnsiedlung wurde ja eindeutig gesagt, die leben da irgendwie in einem Tal, die haben dann da ihr Ding und die Männer fahren da jeden Morgen mit dem Auto in die Wüste und der Ort heißt Victory Project oder so. Wenn das jetzt in Kansas irgendein real existierender Ort wäre, wie am Anfang eine Luftaufnahme gesehen hätte von einem Riesenort mit tausenden Menschen und dann runter auf diese Straße oder so und das Ganze in einer wirklich eindeutig existierenden Welt so festgesetzt würde. Oder eben in den 50er Jahren in einer realisierenden, für mich als Zuschauer plausibel geformten filmischen Welt, dann hätte ich mich gefragt, wie wird das alles dargestellt? Hier habe ich mir, bin ich in die Tiefe so gar nicht reingegangen, weil ich von Anfang an wusste, hier stimmt was nicht und hier wird etwas vorgeführt und alleine so jetzt so eine Nebenfigur wie Chris Pine, so dieser charismatische Boss, der da so bedrohlich und nett irgendwie über allem schwebt, zu allem was zu sagt, diese epischen Dinnerpartys oder da Grillpartys oder was die da alles veranstalten und so weiter. Nee, also ich habe hier einen Film gesehen, der mich an ein Geheimnis ranführt und ich will wissen, was hat es damit auf sich. Diesen Bezug aber jetzt, ist das adäquat nachgestellt, wie die 50er Jahre wohl waren? Die Frage habe ich mir so gar nicht gestellt, weil es mir dafür von vornherein zu künstlich war, um da einen, ich sag mal, Realitätscheck zu machen. Ich mache das manchmal bei Filmen, die irgendwie in der Realität angesiedelt sind. Jetzt hier ganz, auch wieder ein blödes Beispiel, aber es gibt aus dem Jahr 2015 den Film Collide. Der hat den besonderen Scherz, also das ist ein Action-Thriller mit Nicholas Hoult, Anthony Hopkins, Ben Kingsley und Felicity Jones. Und das ist zwar ein US-Thriller, der aber zum größten Teil in Köln gedreht wurde und drin eine Szene hat, die hier in der Kölner Innenstadt, eine Schießerei, die dann mit einer Verfolgungsjagd ausartet. Und wenn die mitten an der Stelle sind, einen Schnitt später am Dom entlang rennen und dann an einer ganz anderen Haltestelle, kann ich mit Vor-Ort-Kenntnissen sagen, das ist totaler Quatsch, wenn man hier die Realität nimmt und das ist hier komplett für den Film verbogen. Nee, also ich rede jetzt hier viel zu lange um immer wieder denselben Punkt. Also ich habe keinen Realitätscheck gemacht, weil der Film mir von Anfang an suggeriert hat, dass das hier eine für die Filmhandlung erzeugte filmische Realität ist, die aber jetzt nicht von mir nach realen Bezügen irgendwie abgefragt wird. Okay, also war für dich diese Gesellschaftskritik gar nicht so richtig drin oder relevant? Es geht ja schon darum, dass, also man sieht es schon in den Trailern, die Männer haben ja schon die Hosen an. Die Frauen sind ja quasi, es gibt ja keine einzige Frau in diesem Victory Project, die ja auch dort arbeitet, wo die Männer arbeiten. Im Prinzip machen die Frauen, sind alle ja Hausfrauen und Mütter. Mhm. Was ja auch ein harter Job ist, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber wir leben ja in einer Zeit, in der Frauen ja nicht nur den Herd hüten, sondern eben auch Karriere machen, also schon in längerer Zeit. Und ja, und beim Victory Project ist das halt eben noch so dieses, in Anführungszeichen, die gute alte Zeit.
Und ich fand schon, dass die Olivia Wilde da auch ein bisschen versucht, so eine Art Kritik zu äußern auf das Geschlechterbild. Das kann ich so sehen. Die Sache ist ja, dieses Bild, wie du es beschreibst und wie das der Film darlegt, das ist, wie es damals gewesen ist. Und ich glaube, wir sind uns komplett problemlos einig. Das ist weder zeitgemäß noch aus heutiger Sicht so, ich sag mal, in Ordnung oder wie auch immer man das nennen will. Und warte mal, wie formuliere ich das? Ja, jetzt wieder im Schlauch. Aber ich verstehe den Punkt mit der Gesellschaftskritik, aber für mich war das einfach das Zeigen einer Welt, wie sie im Wesentlichen mal so gewesen ist, oder beziehungsweise eines jetzt im Film natürlich überzogen dargestellten Rollenbildes. Aber ich kenne dieses Rollenbild aus anderen Medien oder aus alten Bezügen oder so. Aber ich kann, ja, es war damals mal so präsent. Es ist zum Glück nicht mehr so. Aber indem man einfach mal zeigt, wie es war, weiß ich nicht, ob das dann direkt der Kontrast oder die Kritik ist, so schlimm war diese Grundhaltung. Aber womit das für mich sowieso wieder auf ein ganz anderes Bild gehoben wurde, ist, dass jetzt hier dieses Klischeebild, Männer haben die Hosen an, Frauen sind alles nur Hausfrauen und so weiter, dass der Fokus bei Florence Pugh liegt und die sich ja relativ schnell als intelligent und auch stark und neugierig, also sehr positive Eigenschaften dieser Figur angedichtet werden. Wobei ich da relativ schnell merkte, ich meine, der Satz ist auch im Trailer, wo Chris Pratt zu ihr sagt, ich habe immer auf jemanden gewartet, der mich herausfordert. Das heißt, in den Lebensumständen, in denen das Ganze spielt, ist sie quasi da einfach nur eine Hausfrau oder so. Aber im Grunde ist sie tougher als eigentlich alle anderen. Okay. Für mich jetzt die letzte große Frage, die ich hier auf dem Zettel stehen habe, bevor wir gerne zum Fazit kommen können. Runtergebrochen mal, du hast ja gesagt Mystery-Thriller und Thriller bedeutet ja immer auch eine Art Spannungskino. War der Film für dich spannend? Hast du da zwei Stunden lang mitgefühlt, oder so mitgebibbert? Spannung heißt nicht durchgehend Puls im Anschlag. Spannung kann für mich auch bedeuten, dass eine grundlegende Situation kreiert wird, ich aber nicht in jeder Minute daran arbeite, diese Situation zu enthüllen oder zu entlarven, sondern Spannung kann auch sagen, dass diese grundlegende Situation präsentiert und etabliert wird, ich dann aber Charakteren folge, die vor dem Hintergrund dessen leben, atmen, sich entwickeln oder so. Und das besagte Thema, immer so jetzt, ich komme mit anderen Referenzen, aber jetzt aus dem Winter, jetzt aus dem vergangenen Winter, Don't Look Up, hatte ja den Punkt, hier fliegt ein riesen Asteroid auf die Erde. Und der kommt ja erst in den letzten Minuten dann auch wirklich an der Erde an. Und bis dato verändert sich an dieser Situation ja nichts, außer dass er näher kommt und wir folgen den Figuren, wie die auf der Welt damit umgehen, mit dieser Information, da kommt bald dieses Ding runter. Und hier war es jetzt so, dass halt eine grundlegende Stimmung der Bedrohung über allem lag und in diesem einfach Obergegriff, irgendetwas hier ist mysteriös, folgst du Florence Pugh, wie sie da Hinweise sammelt, wie sie Erlebnisse hat, die das nach und nach enthüllen. Aber es war einfach so ein Gesamtbild, wo ich gesagt habe, ich möchte wissen, was hier los ist. Und da vermischt sich dann Spannung oder wird eher zu Neugier. Und die hält mich dann auch am Ball. Es gibt, jetzt ohne den Kontext zu groß zu erläutern, aber weil den Trailer haben es ja hergegeben, es gibt Szenen, wo mit Autos in der Wüste gefahren wird. Mhm. Und so diese gesamte Passage, da hatte ich dann wirklich so beschleunigten Puls und fand sie sehr, sehr gut oder auch sehr mitreißend. Aber Langeweile würde ich den Film zu keiner Zeit unterstellen. Mystery Thriller finde ich passt eigentlich gut, aber für mich heißt halt ein Thriller oder generell, es muss nicht nonstop Bedrohungssituation an Bedrohungssituation und Spannung an Spannung, sondern es reicht mir manchmal auch, wenn ein entsprechender Rahmen gegeben wird, in dem wir uns für die entsprechende Filmdauer bewegen. Okay,
Hast du sonst noch irgendetwas, was du zu Don't Worry Darling loswerden möchtest, außer deinem Fazit? Keine Ahnung. Ich bin so etwas vorbelastet reingekommen, weil ein sehr geschätzter YouTuber, den ich kenne, sah ihn halt 2-3 Tage vor mir auf dem Fantasy Filmfest in München und gab ihm dann auf Letterboxd 1 von 5 Sternen. Eine andere Freundin von mir war in Venedig bei den Filmfestspielen und konnte ihn da auch schon sehen. Und ich hatte dann gefragt, hier, der so-und-so hat da 1 von 5 gegeben. Du hast ihn doch auch schon gesehen. Taugt der was? Und dann sagte sie, ja, er ist sehenswert, allein wegen Florence Pugh. Das heißt, ich habe einmal diesen kompletten Verriss und einmal so ein etwas wohlwollendes oder so eine wohlwollende Aussage. Und ich wusste jetzt irgendwie nicht so ganz, wie ich da rangehen soll. Deswegen, ich fand ihn nicht so schlecht, wie der eine ihn gemacht hat. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn man jetzt am Ende des Jahres so Bilanz zieht und so über das ganze Jahr geht, wird dieser Film wahrscheinlich wegen dem ganzen PR-Hickhack im Hintergrund nochmal auftauchen, aber weniger für das, was inhaltlich ist. Ich habe ein grundsätzliches Problem. Über solche Dinge haben wir jetzt nicht gesprochen. Und zwar, was ich dem Film vorwerfe. Es gibt Filme, die eine Prüfung nicht bestehen. Damit meine ich, ich schaue etwas, ich erlebe eine spannungsgeladene Situation und die funktioniert bei mir auch. Und dann schaue ich nachher darauf zurück, mit dem vollen Wissen der Auflösung, wie auch immer. Und dann merke ich, dass die besagte Szene keine Relevanz hatte oder nur den Effekt an sich. Und ich mache dir das an 2 Szenen. Ich bleib wieder beim Trailer. Du hast die Szene, wo sie Eier aufschlägt und die Eier sind inhaltlich leer und zerbröseln so wie Gips in ihrer Hand. Es gibt die Szene, wo sie die Scheibe wischt und auf einmal die Scheibe und die Wand zusammenfahren und sie erdrücken. Oder es passt auch die eben schon angesprochene Szene, wo sie in der Badewanne liegt, sie rutscht runter und ihr Spiegelbild bleibt oben. So, und jetzt sage ich, du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich da jetzt was falsch verstehe, aber wenn ich jetzt die Auflösung bedenke, die ich jetzt hier natürlich nicht wiederhole, aber wenn ich die Auflösung bedenke, finde ich in der Lösung keinen konkreten Grund, was da in dieser Szene mit dem Spiegel und dem Flur und so weiter wirklich passiert ist, außer, dass mir in dem Moment ein Schreck, ein Schock, wie auch immer, verpasst werden sollte. Dasselbe bei den Eiern, die mir so ein irgendwas ist komisch Gefühl vermitteln sollen, aber mir wird nicht plausibel erklärt, was war dort und immer so weiter. Und das ist so ähnlich wie ein Zaubertrick oder so, den ich dir einmal vorführe, du findest ihn gut, dann zeige ich dir, das Kaninchen war die ganze Zeit in dem Zylinder, ah ja, okay, und dann hat er das Ganze keinen Effekt auf dich und so war mein ganzes Empfinden von Don't Worry Darling. Es funktioniert bei einmal anschauen, wenn man es aber jetzt versucht, jetzt nochmal anschauen, also ich habe noch kein zweites Mal gesehen, aber wenn man ihn jetzt quasi prüft und einzelne Punkte hinterfragt, glaube ich, fällt der extrem auseinander. Und das macht ihn jetzt nicht zu einem schlechten Film oder zu einem Film, der keinen Spaß macht, wenn man ihn schaut, aber es macht ihn für mich nicht zu einem richtig guten, weil eben so richtig gute Filme, die so richtig konstruiert wurden und eben auch so komplett aufgebaut sind, die bestehen einen solchen Test. Ich denke jetzt, ohne ihn nochmal zu spoilern, auch wenn er nach über 20 Jahren, glaube ich, damit leben könnte, nämlich The Sixth Sense. Wenn du die Pointe von The Sixth Sense zur Hand hast und den Film dann noch einmal schaust, entdeckst du überall Signale, Hinweise, Daten oder so, die du beim ersten Mal nicht gesehen hast. Und das macht für mich den Film im Nachhinein so genial, dass mir die Auflösung im Grunde die ganze Zeit ins Gesicht klatscht, ohne dass ich sie sehe. Und die Hinweise sind die ganze Zeit offen da und man nimmt sie trotzdem nicht wahr. Und das ist eben nicht bei Don't Worry Darling, da hast du den Schockeffekt, den Schreck. Aber im Nachhinein, wenn du es prüfst oder nochmal genau überlegst, fällt es zusammen und viele Szenen dienen nur der einzelnen Sekunde, in der sie auftauchen. Kann ich so komplett unterschreiben. Also das war genau auch das Gefühl, mit dem ich aus dem Kino gekommen bin. Ich muss auch sagen, dass ich ein paar dieser, ich nenne es mal, Schreckszenen auch an und für sich okay und gut fand. Aber für meinen Geschmack hätten die gerne halt eben noch ein bisschen kraftvoller sein können. Es gibt eine Szene, da wird sie fast erdrückt von einem Regal. Und das, die Idee fand ich sehr nett und schön, aber irgendwie dachte ich mir, das hätte man vielleicht doch ein bisschen
besser aufbauen können und ein bisschen mehr Kraft. Mir fehlt einfach, also auch wenn es jetzt ein bisschen blöde klingt, aber so der Film hat für mich, er hätte mehr Kraft gebrauchen können. Also er hat mich nicht so richtig in den Sessel drücken können. Das kommt so hin. Also Möglichkeiten sind gegeben. Inszenatorisch ist das Ganze toll. Oder zumindest eben, wie wir eben gesagt hatten, so in diesem 50er-Jahres-Setting wunderbar gemacht. Und wie gesagt, der Showdown, so die letzten paar Minuten oder so, die sind auch, haben mir wirklich sehr zugesagt. Ich sehe aber hier jetzt zwei Vorteile, die ich aus dem Film, oder anders, so zwei Lichtblicke, die ich aus dem Film mitnehme. Zum einen, Florence Pugh habe ich vorher schon sehr gut leiden können, oder ich sehe in ihr Potenzial, und das hier war einfach nur nochmal das Ausrufezeichen dahinter, dass ich glaube, von der Frau werden wir noch ganz viel Großartiges sehen. Und des Weiteren, Olivia Wilde hat jetzt hier einen zweiten Film gemacht, der meiner Meinung nach nicht so gut ist wie ihr erster, der aber auch schwer damit zu vergleichen ist, weil es komplett unterschiedliche Arten von Filmen sind. Aber ich glaube, auch Olivia Wilde erweist sich hier als jemand, den ich sehr interessant finde, was sie als Nächstes macht. Also sie könnte als Nächstes einen Horrorfilm drehen, eine Rom-Com, nochmal sowas wie Booksmart, eine Komödie oder so, oder ein episches Drama. Also ich glaube, die Frau ist noch nicht ergründet, was die alles kann, und ich bin sehr gespannt, wo die sich als Nächstes dran gibt. Das alleine, weil ich, egal was sie als Nächstes macht, ich glaube, es wird gut inszeniert sein. Und deswegen, und ja, zu Harry Styles kann ich wenig sagen, außer ich glaube jetzt nicht, dass da ein neuer Brad Pitt schauspielerisch oder wie auch immer qualitativ, oder mir fällt jetzt keiner ein, der jetzt so unfassbar qualitativ hochwertig ist. Also ich glaube, dass da nicht ein solcher hochkommt, aber im Gegenzug, es ist auch keine Peinlichkeit von ihm im Sinne von, oh Gott, der ist so furchtbar und da hat es schon ganz andere Sänger oder so gegeben, die irgendwie geschauspielert haben. Also ich würde sagen, wenn man jetzt in 10 Jahren auf alle Beteiligten noch einmal zurückschaut, sieht man, dass Don't Worry Darling bei keinem das Highlight war, aber vielleicht ein Wegbereiter für Weiteres. Denn, wie eben gesagt, Midsommar war auch quasi der Einstieg, dass Olivia Wilde die Rolle an Florence Pugh gegeben hat, und vielleicht greift sich irgendjemand, einen der Mitwirkenden, auf, nachdem er Don't Worry Darling gesehen hat und sagt, für mein Projekt XY bringst du das Richtige mit. Das klingt für mich nach einem, ich sag mal, punktuellen Fazit von 3 von 5 bei dir? Das habe ich in meiner, also das Thema machen wir jetzt gar nicht auf, aber nur, ich will es nur oberflächlich sagen, Punkt, nichts ist so unvollkommen wie Punktwertungen. Das stimmt eigentlich. Ich hatte Filme mit 2 von 5, an denen ich echt Spaß hatte, aber weil sie so schlecht waren, und 3,5 von 5, die ich langweilig fand, aber eben irgendwie hochwertig gemacht oder wie auch immer. Also deswegen, Punktwertungen von Haus aus sind sehr unvollkommen und sehr hinterfragbar und nicht so eindeutig. Auf meiner Skala, also ich gebe immer von 0 bis 5 volle Punkte, bekam er eine 3 von 5, eben weil er nicht langweilig war, er seine Momente hatte, aber würde er eben so entsprechende Szenen bei der Prüfung nochmal standhalten oder so, dann wäre es definitiv höher gegangen. Aber letztlich, ich bin kein 20-jähriges Mädchen, das ins Kino geht und Harry Styles anschmachtet. Ich glaube, wer mit dem Aspekt da reingeht, der wird gerade bei der schicken Optik noch ganz viel anderen Spaß da aus dem Film rausziehen können. Also deswegen, 3 von 5 wäre jetzt so oberflächlich Punktewertungen sind mein Fazit, ja. Ja, bei mir ist es ein bisschen schlechter, weil ich teilweise wirklich mich gelangweilt habe, nicht durchgehend, aber es gab durchaus Phasen, wo ich dann dachte, was passiert hier eigentlich? Es interessiert mich gerade nicht, was da auf der Leinwand geschieht. Deswegen würde ich vielleicht sagen, ja, 2,5 von 5 möglichen Steaks im 50er-Jahres-Setting. Mein Lieber, ich danke dir für deine Meinung zu Don't Worry Darling. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich sage au revoir. Denkt dran, Telestammtisch gibt's bei telestammtisch.de, außerdem Instagram, Twitter und wie das ganze Geschnacks heißt. Vielen Dank, ich sage tschüss, und meinem lieben Gast gebühren die letzten Worte. Jetzt ist Schweigen in der Leitung. Nein, ich danke für die, ja, können wir ja auch sagen, für die innerhalb der letzten wenigen Stunden zustande gekommene Verabredung für ein kurzweiliges Gespräch. Und wir liegen ja, glaube ich, so meinungstechnisch halbwegs beieinander. Deswegen bedanke auch ich mich für die Einladung und für das nette Gespräch und sage bald auf Wiedersehen, Liebling. Ciao.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.